Ja, nach 15 Jahren Erfolg ist es jetzt einmal nicht so rosig und scheint nicht die Sonne. Das Ergebnis ist enttäuschend und ich glaube, es ist wichtig, jetzt eine Neustrukturierung durchzuführen und das geht am besten in der Opposition. Dominik Knepp, Wiener Vizebürgermeister, nimmt hier Stellung zum Wahlergebnis und zur Spendenkausa rund um HC Strache. Wir beginnen also gleich beim aktuellen Tiefpunkt. In den letzten Tagen und Wochen machen auch immer wieder Nachrichten rund um die Frau von Heinz-Christian Strache, Philippa Strache, die Tierschutzsprecherin der FPÖ, die Runde. Sie soll auch verstrickt sein in die Spesenvorwürfe gegen ihren Ehemann. Ja, aber damit habe ich gerechnet. Da ist von Spesen in der Höhe von über 100.000 Euro im Jahr die Rede. Da ist die Rede davon, dass auch du weit über 100.000 Euro im Jahr kassiert hättest. Ja. Was sagst du denn dazu? Also es stimmt nicht, das stimmt definitiv nicht. Ich habe ja da die absurdesten Sachen gelesen, von, dass ich eine Parteikreditkarte hatte oder dass ich einen Chauffeur, alles Mögliche. Das stimmt einfach nicht. Ich habe nicht mal mein Handy, also nur um so kleine Summen, ja, sogar mein Handy und meine Handyrechnung. Ich habe nicht mal ein Firmenhandy. Ich zahle alles selbst. Also das ist, und ein Spesenkonto hattest du aber nicht? Nein, auch das nicht. Ja. Hatte auch mein Mann nicht. Das wird ja auch, das war für das Team rund um ihn. Und das ist auch, also das. Also zum Beispiel für die Sicherheitsleute. Das eben, weil das ist ein Mitarbeiterpool, das Team rund um ihn. Und da hatte natürlich jeder, der einen Grund hatte oder eine Berechtigung hatte, da eine Spese abzurechnen, ja, konnte das auch machen. Aber das ist auch gang und gäbe, ja. Schauen Sie, bezüglich dieser Spesenaffäre wurde ja viel skandalisiert in den letzten Wochen. Das war sicher auch nicht vorteilhaft, wie man jetzt auch sieht. Und jetzt gilt es halt im Rahmen dieser Vorwürfe alles aufzuklären, ob an diesen Vorwürfen, dass Belege ausgetauscht wurden und Sonstiges, ob da etwas wahr dran ist. Ja. Im Alter von nur 21 Jahren wird Heinz-Christian Strache jüngster Bezirksrat Wiens. Bloß 3 Jahre später löste der Nachwuchspolitstar den damaligen FPÖ-Bezirksobmann Herbert Günther ab. Im Jahr 1996 kommt dann der nächste große Schritt für HC Strache. Er wird als Abgeordneter in den Wiener Landtag gewählt. 2004 folgt Strache Hilmar Kabas als Parteiobmann der Wiener FPÖ. Trotz turbulenter FPÖ-Umfragewerte zwischen 7% und 10% gelingt es Heinz-Christian Strache, die FPÖ bei der Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 2005 auf 14,8% zu bringen. Es folgen Jahre der Skandale, Niederlagen, aber auch Jahre voller historischer Erfolge für den ehemaligen Zahntechniker, der den Aufstieg zum Spitzenpolitiker geschafft hat. Freilich nicht ganz ohne Gegenwehr. Ich glaube, dass gerade Ihr Versuch, jetzt da die FPÖ sozusagen als Original zu retten, deshalb kläglich scheitert, weil er Sie bis zur Stunde in Wirklichkeit eine komplette Kopiermaschine sind von mir. Denn alles, was Sie bisher produziert haben in den letzten Jahren, bis hin sogar zu meinen Wahlslogans aus den 90er Jahren, nicht? Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Das habe ich einmal plakatiert, habe ich erfunden. Ich werde Ihnen die Rechnung schicken für die urheberrechtlichen Gebühren, die Sie zu entrichten haben. HC kann zwar nicht so gut singen, aber er probiert es mit Rap. Die Arbeitslosen werden täglich mehr, die Armen sind schon ein Millionenheer. Feinmann sagt nur, regt euch ab, woanders geht's noch mehr bergab. Und kein Saft, stimmt, ihr habt die Schwarzen abgeschafft. Aber stimmt schon, Jörg Haider hat damals auch schon gesungen, damals etwas traditioneller. Viert Gott, liebe Heol, viert Gott tausend Mal. Trotz zahlreicher Verdienste in der österreichischen Politik, so zum Beispiel die Ausübung des Amtes des österreichischen Vizekanzlers, wird HC Strache von seiner eigenen Partei regelrecht ausgeliefert. Aber es geht wirklich darum, ihn eigentlich, es ist fast wie eine Ermordung in Wahrheit. Ja. Es ist, man kann ihn zwar nicht irgendwie physisch töten, aber es geht einfach nur darum, ihn wirklich so mundtot zu machen, dass er sich gar nicht mehr rühren kann. Den Eindruck habe ich schon. Ja, und so entscheidet sich HC Strache schließlich zu einem Rücktritt und will seine Partei sogar wegen seines Facebook-Auftritts klagen, den die Partei offenbar zurückhaben möchte. Es gilt, das Vertrauen wiederherzustellen, und mit diesem schwierigen Schritt versuche ich meiner freiheitlichen Familie dabei zu helfen und schütze vor allen Dingen auch meine Frau und Familie. Denn was meine Frau und Familie in den letzten Wochen ertragen musste, das kann kein Ehemann, kein Vater zulassen. Es wurden da die schlimmsten Gerüchte und Behauptungen über meine Frau und Familie in die Welt gesetzt, und das kann man natürlich nicht hinnehmen.